done it again. The city's in colder and I need her to take my mind. The things of now and into you somehow. The world is rounder than an orange peel. The sun is further than the atmosphere. Stuck in this well. Ich bin der Patrick Baboumian. Ich war 2011 der stärkste Mann Deutschlands und ich habe mehrere Jahre vorher schon vegetarisch gelebt, habe dann kurze Zeit später auf vegan umgeswitcht. Weil viele Leute glauben einem das ja nicht und denken wirklich irgendwie so, ja, das ist doch völlig unmöglich, als Sportler braucht man Fleisch und weiß ich was alles, Eier. Und dann sage ich halt einfach nur, ich habe das jahrelang probiert, mit den ganzen tierischen Produkten, mit Fleisch, ohne Fleisch und jetzt eben komplett ohne tierische Produkte. Und es ist definitiv der beste Weg. Wer es nicht glaubt, soll es einfach ein paar Wochen lang probieren. Mein Name ist Björn Moschinski. Ich bin seit 19 Jahren vegan, bin veganer Koch, das bedeutet eigentlich eher Gastronom. Bin seit meinem 15. Lebensjahr vegan, war vorher ein Jahr Vegetarier gewesen, es kam damals durch die Bravo. Das bedeutet, die hatten damals Berichte gebracht über Massentierhaltung, über Tiertransporte. Das war für mich der ausschlaggebende Punkt zu sagen, ich möchte keine Tiere töten. Bin dann relativ viel unterwegs gewesen, habe viele Gastronomien durchlebt als Angestellter. Dann habe ich 2011 ein veganes Restaurant in Berlin mit aufgebaut als Chefkoch. Seit 2011, also Ende 2011, habe ich das vegane Restaurant Kops und eröffne jetzt demnächst mein eigenes Restaurant. Give me a chance to start it over again. Ja, ich bin der Kalle und ich bin heute hier mit einem Infostand für Hof Butenland und ich mache dort eine Ausbildung zum Tierpfleger, arbeite dort jetzt schon seit 3 Jahren und ich lebe seit 5 Jahren vegan und bin ungefähr als 11-jähriger Vegetarier geworden. Your love for me, it cannot be described by anything but you. Hello, I'm Emmeline Delapay. I'm a singer-songwriter, also vegan. I just performed at the Stuttgart Vegan Street Day and it's awesome. Even in the rain, there's a heap of people here coming out to support the animals, so it's amazing, wonderful. But there are some of us who fight by you. They're out there on the road, calling to be found. There are some of us who fight by you. It was cold and rainy, and at one point it was pouring rain, and there were still lots of people out here on the streets listening to talks, tasting the food, working the booths, and the dedication and excitement and enthusiasm has really inspired me. That's what I like best about Vegan Street Day.